wieder aus dem hohen Norden. Hier ist euer Microminer 2010. Ich habe mich schon mal vorbereitet, das was ich heute einschmelzen werde. Und zwar sind das Pins, die voll vergoldeten Pins, die ihr von Mainboards kennt. Hier habe ich schon mal eine Portion gemacht, das ist 250 Gramm. Das kommt anschließend auch mit rein. Also ich denke mal, ich mache heute 3-4 Baren. Das werde ich euch nachher alles zeigen, wie man das macht. Aber hier als erstes kleine Einführung. Mein Ofen, wie ihr seht, läuft schon. Der ist mittlerweile bei 840 Grad. Ich warte noch, bis er so auf 1200 hochgeht. Dann kann ich mein Material einfüllen. Das mache ich mit Hilfe so einer Suppenkelle oder Soßenkelle, wie man das auch immer beschreiben kann. Für ein optimales Schmelzergebnis benötigt man Borax. Das bindet die Schlacke sowie die ganzen Fremdstoffe, die da eigentlich nicht reingehören, sodass reines Material übrig bleibt, also Metall. So, das ist der Anfang. Ich mache gleich weitere Filmchen, wie ich das befülle und wie das alles so vonstatten geht. So, dann lass uns mal mit dem Befüllen anfangen. Erstmal Handschuhe anziehen. Wie ich anfangs erwähnt habe, habe ich schon eine Portion vorbereitet. Mein Ofen ist jetzt bei 1095 Grad. Nee, Handschuhe ist nicht gut. Okay, versuchen wir es mal. Bestimmt wisst, schmilzt Gold bei 1063 Grad. Das, was so qualmt, das ist Zink. Das will ich ja eigentlich nicht haben. Aber die Pins sind nun mal leider verzinkt. Deswegen qualmt das so. Machen wir mal das Beste draus, ne? Wie gesagt, da sollte eine Portion von ungefähr 250 Gramm werden. Und gleich zeige ich euch, wie das aussieht, wenn es abgegossen ist. Eigentlich wollte ich euch nicht zeigen, wann man das Borax reinmacht und so. Aber ich sag's euch einfach. Und zwar warte ich jetzt ein paar Minuten, bis das Material wieder einigermaßen geschmolzen ist. Das heißt roundabout 1100 Grad. Und so bei 1110, 1120 mache ich denn das Borax rein. So mal zu Info. Und in der Zwischenzeit bereite ich schon die nächste Portion vor. Mache ich schon mal das Borax rein. Die Flamme, das ist Zink.
Zwiebel 3 Löffel. Sollte erstmal reichen. Heftig, ne? Das ist aber alles Zink. Temperatur ist erreicht. Jetzt werde ich es abgießen. Das blöde Zink. Ist viel zu viel davon hier. Mann, 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 ey. So, das war Bahre Nummer 1. Lassen wir es mal ein bisschen abkühlen und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, abgießen Part 2. Diesmal versuche ich es in der Hand zu halten. Wie erwähnt, das, was so qualmt, das ist Zink. Zink. So, schnell wieder rein. Klappe zu, Affe tot. So, das lassen wir noch ein bisschen abkühlen. Und dann schauen wir mal. Die weißen Fäden, was ihr hier seht, das ist alles Zink. Das blöde, blöde Zink. Und schon wieder abgießen. Das ist jetzt der Bahre Nummer 4. Ich werde sie euch nachher alle zeigen. Obwohl den ersten werde ich nochmal einschmelzen. Von daher wundert euch nicht. Wenn ich das gleich noch zum 5. Mal jetzt mache. Okay, der kühlt jetzt schön ab. Ich zeige es euch. Einfach mal wieder so abkühlt, wie das aussieht. Nur allzu lange kann ich es nicht machen, weil ich muss natürlich gleich die nächste Fusion vorbereiten. Ja, schön glasiges Borax, was man da sieht. Das blöde Zink.